Herzlich willkommen zur nächsten Session Strukturen ab oder schaffen für mehr Vielfalt im Film. Und zugeschaltet sind Skadi Loist, Juniorprofessorin für Produktionskulturen in audiovisuellen Medienindustrien an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf. Schön, dass du da bist. Skadi, hallo. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Und Raquel Kishori-Dugba ist, du machst ganz viel, da reden wir auch gleich drüber. Unter anderem bist du Casterin, Produzentin und Autorin für tolle Filme und Formate, über die wir auch gleich sprechen. Schön, dass auch du da bist. Danke für die Einladung. Und wir starten die Session aber gleich mal mit einem kleinen Einspieler. Die UFA geht mit gutem Vorbild voran und verpflichtet sich zu mehr Diversität, und mehr darüber erzählt uns jetzt Katja Bäuerle. Sie ist Creative Responsibility Managerin bei der UFA. Hallo, mein Name ist Katja Bäuerle und ich bin die Creative Responsibility Managerin bei der UFA und auch Mitglied des UFA Diversity Circles. Die UFA hat sich im November letzten Jahres eine Selbstverpflichtung zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera gegeben. Wir haben uns dabei selbst zum Ziel gesetzt, bis 2024 die Diversität der deutschen Gesellschaft im UFA-Portfolio abzubilden. Dabei dient uns als Orientierung zum Beispiel der Zensus des Statistischen Bundesamtes. Unser Fokus liegt hierbei auf Gender, LGBTIQ+, Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen und People of Color. Und für uns ist hierbei die Prämisse, Diversität als Normalität zu erzählen. Und um diese Ziele erreichen zu können, ist Diversität hinter der Kamera eine Voraussetzung. Hier haben wir aber keine Quoten formuliert, sondern etwas allgemeiner das Ziel, ein Ort zu sein, an dem jeder gerne arbeitet. Das zu werden, erfordert aber viel Arbeit und auch viele Maßnahmen. Was ist also passiert bei der UFA in the meantime? Viel. Messung zum Beispiel ist ein großes Thema bei uns. Da wir uns für unsere Programme als Gesamtportfolio ja ganz klare Quoten formulieren, müssen wir messen. Eine solche Erfassung von gesehener Diversität gibt es, soweit ich weiß, bereits in England. Ich habe letztens auch eine Netflix-Studie zu dem Thema gelesen, die ihre eigenen Formate hinsichtlich gesehener Diversität untersucht haben. Unser Plan ist es also, diese gesehene Diversität jedes UFA-Formats nach der Fertigstellung in einer Datenbank zu erfassen. Codebuch und Datenbank befinden sich bei uns im Haus aktuell im Test und werden geprüft. Veröffentlichen werden wir zukünftig jeweils zum Jahresende aggregierte Werte. Aber natürlich gewinnen wir durch diese Erfassung noch viel detailliertere Informationen, die eine gute Grundlage für unsere eigene Diskussion miteinander bei der UFA sein können und müssen. Lernen ist ein weiteres Stichwort. Wir arbeiten an unserer eigenen Perspektive, unseren Überzeugungen und auch unseren Schubladen, den Biases, die wir alle in uns tragen. Wir bieten Keynotes an zu diesen Themen, Antirassismus-Sensibilisierung beispielsweise und Unconscious Bias. Und wir können hoffentlich, wenn das bald wieder möglich ist, auch wieder miteinander Workshops veranstalten, in denen wir unsere vielen Perspektiven diskutieren und erweitern. Für uns ist das auch eine Voraussetzung, um der Ort zu werden, an dem viele unterschiedliche Menschen, ob Kreative oder FinanzbuchhalterInnen, egal, sich wohl und sicher fühlen. Denn wir müssen natürlich auch einräumen, dass die UFA noch viel diverser werden kann. Wir haben außerdem Leitfäden für unsere kreative Arbeit entwickelt und uns gegeben. Es handelt sich hierbei um Fragenkataloge, die wir uns alle im kreativen Prozess rund um Stoffentwicklung und Produktion immer wieder kritisch selber stellen können. Es geht um unseren Umgang mit unseren Männer- und Frauenbildern, mit dem Bild, das wir uns von Charakteren aus der LGBTIQ+-Community machen, von People of Color und Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Diese Leitfäden entwickeln wir ständig weiter. Und wir nutzen sie auch zum Beispiel, wenn hitzige Diskussionen um andere Formate entstehen, die ihr Storytelling möglicherweise mal kritisch hinterfragen müssten. Das ist nicht die Stelle, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen wollen, sondern wir müssen uns an der Stelle selbst fragen, was ist unsere Haltung hierzu? Kann uns das auch passieren? Wenn ja, wie können wir verhindern, dass uns sowas passiert? Stellen wir uns genug in Frage? Und ganz zentral, haben wir eine Kultur, in der auch einzelne Personen sich ermächtigt, in der Lage und sicher fühlen, einer Gruppe gegenüber Zweifel, Bedenken und Kritik zum Ausdruck zu bringen? Ich würde Stand heute sagen, ja, das sind wir, aber besser geht immer. Natürlich spielen in unserer Entwicklung auch Initiativen wie Act Out oder Vielfalt im Film eine große Rolle. Die Umfrage zur Vielfalt im Film hat uns wohl allen vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht so weit sind, wie wir gerne glauben. Das Thema Machtmissbrauch und Diskriminierung beschäftigt uns genauso intensiv wie alle anderen in der Branche. Wir haben bereits seit 2 Jahren, seit MeToo in etwa, einen von der Geschäftsführung zusammen mit vielen MitarbeiterInnen initiierten Prozess,
der bei Verstößen gegen das AGG greifen soll. Wir haben interne AnsprechpartnerInnen aus unterschiedlichen Bereichen der UFA, an die sich jeder vertrauensvoll wenden kann, und arbeiten auch eng mit der Themis zusammen. Jede neue Produktion, jeder Produktionsmitarbeitende wird von uns vor Beginn über unsere Haltung und AnsprechpartnerInnen informiert. Wir haben aber jetzt beschlossen, diese Kommunikation vor allem auch an unsere Drehteams noch mehr zu intensivieren. Und wir müssen auch noch besser werden, was AnsprechpartnerInnen auch für den Fall rassistischer An- und Übergriffe angeht. Das war jetzt alles nur ein Ausschnitt aus unseren Maßnahmen und unserem Zielkatalog. Aber es lässt sich zusammenfassend sagen, dass wir in einer extremen Phase von Wandel sind, von Bewegung, von Diskussionen. Wir erleben viele erste Male, wir lernen dazu, wir überarbeiten Haltungen und Überzeugungen immer wieder, mehrmals. Und das wird so schnell kein Ende nehmen. Das ist ein Prozess und wir stehen erst am Anfang. Aber wir sind überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Und viel Spaß bei der Diskussion. Das war Katja Bäuerle von der UFA. Vielen Dank dafür. Skadi, Raquel, ich habe euch beobachtet, während ihr zugehört habt. Ich konnte nicht so richtig rauslesen, wie ihr das fandet. Ist das sozusagen the way to go, was die UFA da vormacht? Skadi, vielleicht fängst du an. Grundsätzlich ja. Also, das ist ein großer Katalog, den sie aufgelistet hat. Also Weiterbildung, dass es ein langer Weg ist, zu sagen, dass da sagen, das gerade erst der Anfang ist und das so lange weitergeht. Das sind schon mal gute Sachen zu hören. Wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, ist natürlich die Sache mit keine Quoten, aber doch Quoten. Also das ist so eine typische Industriedebatte, finde ich. Also Quoten, das sind dann immer Zuschauerquoten. Quoten hinter der Kamera sind eher immer ein, nein, das machen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir wollen ein Ort werden, gut, wo man gerne arbeitet. Es klingt grundsätzlich gut. Schauen wir mal, was dabei dann rauskommt die nächsten Jahre. Wir werden das beobachten. Raquel, wie klingt das für dich? Ist das, was Katja Bäuerle erzählt hat, spiegelt das dem Arbeitsumfeld wieder, in dem du dich findest, alltäglich? Ich begrüße das erstmal total und ich finde es auch cool, dass die UFA da auch selbstkritisch mit sich selber ist, auch wie vielleicht in den vergangenen Jahren der Umgang damit war. Ich glaube, wo ich ein bisschen kritisch drauf schaue, ist, dass Diversität nicht da enden darf, wo wir exakt die Gesellschaft abbilden. Also das heißt, dass man dann eine Quote hat mit jede vierte Person hat einen sogenannten Migrationshintergrund, weil wenn man so argumentiert, dann ist es eben auch so, dass zum Beispiel bei historischen Filmen dann keine POCs häufig gezeigt werden, wenn es um historische Filme zum Beispiel in Deutschland gibt. Und ich finde, dass wir auch darauf gucken müssen, wie erzählen wir eigentlich und können wir vielleicht auch, gerade bei historischen Filmen, müssen wir da unbedingt eine Realität abbilden? Können wir auch den Fokus auf bestimmte Geschichten verschieben? Können wir neue Utopien produzieren? Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, dass Film immer auch ein Möglichkeitsraum ist und nicht nur ein Raum, der bestimmte Realitäten abbilden muss. Und ich glaube, ich würde mir einfach auch wünschen, dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, was ist eigentlich eine weiße Dramaturgie, was ist ein White Gaze, wenn wir darauf gucken, wie werden Geschichten erzählt, auch strukturell und nicht nur, wer ist vor und hinter der Kamera zu sehen, sondern was bedeutet zum Beispiel queeres Storytelling und Queerness hört für mich nicht da auf, wo man Figuren sieht, die anders begehren, sondern ich glaube, es gibt auch eine queere Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, auch was, woran ich mich gerade so ein bisschen abarbeiten möchte. Du hast jetzt schon ganz viele Themen aufgemacht, da wollen wir auch gleich reinsteigen. Lass uns einmal bei Möglichkeitsfenstern auf einer ganz praktischen Ebene vielleicht anfangen, weil es schon auch spannend ist, deine Arbeit als Casterin. Du bist ja auch Street- und Community-Casterin, vielleicht muss man das einmal erklären. Am besten tust du das und sagst dann gleich, wie funktioniert das jetzt überhaupt noch während einer globalen Pandemie? Genau, also Community Casting verstehe ich als Casting, indem man mit bestimmten Communities zusammenarbeitet, die eh schon wichtige Arbeit leisten. Also zum Beispiel Initiativen, Vereine, die sich für schwarze Menschen, für queere Menschen, Menschen mit Migrationserfahrungen einsetzen und versuchen, die ernst zu nehmen, das Vertrauen natürlich zu denen aufzubauen und zu gucken, welche Menschen werden eigentlich nicht in Agenturen abgebildet, welche Menschen fallen aus diesem Raster. Und ich glaube, das ist gerade im Nachwuchsbereich
wenn wir uns Jugend- und Kinderserien angucken, ganz, ganz wichtiges Feld. Also wem gibt man überhaupt die Möglichkeit, an so einem Filmprozess, an einem Castingprozess teilzunehmen? Und da ist Streetcasting eben auch ein wichtiges Tool. Es ist natürlich auch mit sehr viel Fleißarbeit verbunden, also wirklich in Schulen zu gehen, in Bubble-Tea-Läden, Kioske, alle möglichen Plätze, wo bestimmte Communities, aber auch einfach verschiedene Menschen sich eben aufhalten. Und das hat sich natürlich während der Pandemie sehr, sehr verändert, weil gerade, also ich hasse zum Beispiel viel in Schulen und gehe dann immer auch vorbei und das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch auf Online-MultiplikatorInnen umgestiegen. Also das bedeutet, dass ich geguckt habe, welche Menschen haben eigentlich welche Reichweite und sprechen bestimmte Communities vielleicht an. Also ob das jetzt so Leute aus dem Musikbereich oder Popkultur sind und versuche gerade mehr über so Social Media und nochmal andere Kanäle zu streuen. Und das war für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung in der Pandemiezeit. Skadi, es gab 2019 ein Panel bei der MCB. Ich glaube, da warst du auch dabei. Du hast auch einen kleinen Impulsvortrag am Anfang gehalten. Und es gibt ja eigentlich bei jeder dieser Branchenveranstaltungen mindestens mal ein Panel, wo groß drüber Diversity steht oder Vielfalt, andere Perspektiven, wie auch immer. Da was? Hat sich seit 2019 was getan oder bleibt es bei diesen ganzen schönen und spannenden Panels? Aber verändert sich da auch was gerade? Nee, erfreulicherweise würde ich sagen, es tut sich tatsächlich was. Also vor 2 Jahren das Panel, den Input, den ich da gehalten habe, war tatsächlich auch zu, was ist überhaupt Diversity und habe da noch vorgestellt die BFI Diversity Standards, die da im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt und verbreitet waren. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass da eine breitere Diskussion in Deutschland angekommen zu sein scheint. Nämlich Nummer eins, dass Diversität nicht nur meint auch Frauen, ja, dass es mehr als Gender-Diversität gibt, sondern dass es intersektional gedacht ist, sprich verschiedene Gruppen, sogenannte Minoritäten, verschiedene Communities, hat Raquel das genannt, natürlich auch sich überschneiden. Ja, also dass es irgendwie nicht dann nur um Gender oder nur um POC oder nur um Beeinträchtigung, Behinderungen geht, sondern dass als Gesamtpaket gesehen wird und nicht einzeln gegeneinander ausgespielt. Ja, dann lass uns doch gerne mal bei den BFI Diversity Standards uns so ein bisschen längs hangeln, um mal so eine, sag mal, Momentaufnahme, wo wir eigentlich stehen, gerade zu haben. Also On-Screen Representation, also das, was vor der Kamera passiert, die Leute, die Raquel, die du auch castest für vor der Kamera. Mein Gefühl, und ihr müsst mir jetzt sagen, ob es stimmt, ist, dass wir da schon sehr viel, sag mal, weiter vorne sind als vielleicht vor 2 Jahren. Also, dass viel mehr, sag mal, wir da diverser geworden sind, zumindest vor der Kamera. Ist das ein Gefühl, was mich trügt oder stimmt das wirklich? Das Raquel, kann vielleicht. vielleicht Raquel besser Raquel sagen. musst du Also sagen. zahlenmäßig weiß ich das nicht. Es gibt dazu in Deutschland keine Zahlen bisher. Und das ist auch das große Problem wahrscheinlich, oder Skadi? Ja. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall gerade eine total große Nachfrage danach, mehr Diversität vor der Kamera zu zeigen. Aber ich glaube, viele Menschen wissen oder Produktionsfirmen vor allem wissen dann eben nicht, was das bedeutet. Und die Strukturen dahinter sind nicht darauf ausgelegt. Also es gibt dann zum Beispiel keine Person, die Ansprechpartnerin ist für rassistische Übergriffe oder so. Und auch die Produktionsstrukturen und Kontext, in denen diese Personen dann arbeiten, sind halt dieselben und auch eben wer in den Machtpositionen und EntscheiderInnenpositionen sind. Und ich glaube, deswegen gibt es für mich gerade eine ganz große Diskrepanz zwischen, was sehen wir eigentlich vor der Kamera als Versprechen, auch so, jeder darf alles spielen und wir versuchen irgendwie so Typecasting und Stereotype irgendwie aufzulösen, aber dieses Versprechen wird halt hinter der Kamera ganz oft noch nicht eingelöst. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Und darauf wollte ich hinaus, sozusagen, das, was wir vielleicht vor der Kamera sehen, das spiegelt sich ja hinter der Kamera weit und breit nicht, oder Skadi? Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ne? Ich gerade gesagt habe, es gibt keine Zahlen. Also es gibt bisher keine ganz konkreten Zahlen, wie viel sehen wir von was. Was man aber schon aus der Vielfalt im Filmstudie, die ja gerade in Erstauswertung rauskam, schon zu sehen war, ist, das, was zu sehen ist,
in der breiten, in der Mehrheit der in der Branche Arbeitenden auch als Stereotyp gesehen wird. Also, ne, dass auch wenn zum Beispiel POC-Personen, verschiedene Religionen, verschiedene Sexualitäten vorkommen, dass die in der Regel immer noch sehr stereotyp eindimensional erzählt werden. Also es mag sein, dass es grundsätzlich mehr gibt, aber ob das jetzt schon komplex genug erzählt wird, wage ich zu bezweifeln. Also das wissen wir schon mal. Und dann genau ist das ja der Punkt, den Raquel angesprochen hat, wie verknüpft sich das mit hinter der Kamera? Und das ist ja das Spannende, vielleicht müssen wir an dem Punkt nochmal bleiben, weil mehr Diversität vor der Kamera bedeutet ja nicht, ist ja nicht nur was Positives unbedingt, weil es auch dazu führen kann, dass Stereotype reproduziert werden, wenn Perspektiven sozusagen hinter der Kamera immer noch die gleichen sind wie vor 20 Jahren und Geschichten auch aus diesen Perspektiven erzählt werden. Raquel, vielleicht kannst du da mal aus deiner konkreten Arbeit erzählen, wenn du diese Themen ansprichst, wenn du versuchst, solche Dinge zu beeinflussen, auch durch Casting-Vorschläge. Jahre 2021, läufst du da durch offene Türen, weil die Industrie sagt, wir wissen um das Problem und wir müssen uns irgendwie ändern, wissen aber nicht wie, oder rennst du da gegen eine Wand? Das kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Feld. Also jetzt immer mehr BPOCs für Rollen zu besetzen, für die sie eigentlich nicht geschrieben sind. Da stoße ich zumindest im Moment auf relativ viel Offenheit. Mhm. Ich glaube, ein anderes Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel queere SchauspielerInnen auch für queere Figuren zu casten. Weil ich nicht glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo jeder schon alles spielen kann, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass zum Beispiel queere Personen auch an der Repräsentation von queeren Figuren wirtschaftlich profitieren können. Das stellt dann natürlich immer ein Problem. Wie findet man sozusagen heraus, ob es queere Sensibilitäten bei bestimmten SchauspielerInnen oder so gibt? Und gerade auch im Jugendcasting ist das natürlich eine super sensible Sache. Und das erfordert einfach sehr, sehr viel Arbeit und verkompliziert den Castingprozess, weil ich zum Beispiel ganz viel damit arbeite, dass ich Filmausschnitte zeige zu Referenzfilmen und dann mit den potenziellen Personen, die ich caste, darüber spreche und versuche herauszufinden, gibt es dann Sensibilität für bestimmte Themen, gibt es eine Sensibilität für queere Figuren, gibt es irgendwas, wo man da andocken kann? Und das erfordert einfach mehr Zeit und ich glaube, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Haltungen bei Produktionsfirmen. Genauso ist es zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung. Sehr oft werden Figuren mit Behinderung von Menschen gespielt, die keine Behinderung haben. Und ich glaube, dass das einfach was ist, wo wir noch ein bisschen sensibler sein müssen. Also wer profitiert eigentlich auch wirtschaftlich von dieser neuen Diversität, die jetzt versucht wird, vor der Kamera zu zeigen? Das heißt, sozusagen ist es so ein du zeichnest also ein mixed picture wie zwischen offenen Türen und Wänden, die du einrennst, weil es vor allen Dingen auch die starren Strukturen sind hinter der Kamera, weil liegt das daran, dass noch nicht genug Förderung besteht hinter der Kamera, dass sozusagen die Offenheit der Leute, die jetzt in den Machtpositionen sind, nicht da ist? Also ich versuche so ein bisschen darauf zu kommen, wo ist der Knackpunkt hinten? Da müsst ihr mir helfen, Skadi. Die Sensibilisierung, sag du erstmal. Also ich würde es auch nochmal andocken an das, was Raquel schon gesagt hat, ne? Also dass es verschiedene Dimensionen hat. Das eine ist natürlich, dass es darum geht, Leute überhaupt in die Branche zu kriegen, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und das heißt, nicht nur Entry-Level, sondern die eine Chance haben, eine nachhaltige Karriere zu bauen. Ne? Also dass sozusagen bestimmte Erfahrungshorizonte, darum ging es ja auch bei Raquels Geschichten, sagen, bestimmten Background, der Erfahrung ja mitbringt für verschiedene Diversitätsdimensionen, dass die sich auch in der Branche sozusagen weiterentfalten. Einerseits im Storytelling, wie schreibe ich diese Geschichten, die dann von jemand verkörpert werden, die auch anders verkörpert werden mit einer Person, die Erfahrung hat. Das aber auch dann nicht nur als so eine Eintagsfliege zu denken, sondern für einen langfristigen Prozess, dass die Leute sagen, dabei bleiben und auch
auch weiter in höhere Entscheidungsprozesse, in Entscheiderpositionen gelangen und da dann nachhaltig sich was ändert. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Dinge. Und wenn du fragst, gibt es da nicht genug Förderung? Also ganz ketzerisch gesagt würde ich sagen, ja, gibt es nicht, weil alles, was ich bisher höre, ist zwar viel wollen, ja, und zu sagen, wir wollen uns schlau machen, wir wollen uns weiterbilden, das ist schon mal ein super Punkt. Gleichzeitig würde ich aber davor warnen, dann einfach nur zu denken, die Leute, die schon auf den Positionen sitzen, denen dann Informationen weiter zu füttern, die andere Leute von sich schon mitbringen würden, die aber gar nicht in die Jobs kommen. Raquel? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Diversität dann gewollt ist, wenn man eben auch wirtschaftlich davon profitiert. Und ich glaube, was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass es halt ganz oft auf so Panels so eine Change-Rhetorik gibt und wir wollen jetzt mehr Diversität, aber es geht halt nicht dahin, wo es privilegierten Leuten auch wehtut. Und das bedeutet dann halt auch im Zweifelsfalle, seinen Job aufzugeben oder mal zu hinterfragen, warum man vielleicht nicht unbedingt die richtige Person ist, die in dieser Entscheiderposition sitzen sollte. Und ich glaube, da fehlt auch ganz grundlegend einfach noch sehr, sehr viel Sensibilisierung. Nicht nur, wir wollen Diversität, sondern auch, wie kann man eigentlich diskriminierungskritisch erzählen? Und da müssen wir dann, glaube ich, auch so die Filmhochschulen in die Verantwortung ziehen. Also wer hat überhaupt die Möglichkeit, auf eine Filmhochschule zu kommen? Und auch, wie kann man nicht nur lernen, wie man ein Drehbuch schreibt, sondern auch, wie schreibt man ein diskriminierungskritisches Drehbuch? Oder wie produziert man auch diskriminierungskritisch? Auch das ist ja ein Wissen, was so vielleicht noch nicht unbedingt an den Filmhochschulen unterrichtet wird mit solchen Schwerpunkten. Das Thema ist viel zu komplex, um sozusagen jetzt zum Schluss dem gerecht zu werden, indem ich nach konkreten Punkten frage, wo wir sozusagen ansetzen sollten. Raquel, du hast eben die Filmhochschulen genannt, Access zu diesen Filmhochschulen und alles daraus Resultierenden. Gib mir noch zwei, drei Punkte, wo wir jetzt zum Schluss nochmal, die wir mitnehmen, wo wir ansetzen müssen. Also für mich sind es eigentlich vier Punkte. Einmal Sensibilisierung durch Workshops und Weiterbildung, dann die Ausbildung in den Filmhochschulen. Ne? Wie sind eigentlich die Belegschaften aufgestellt? Also öffentlich-rechtliche Förderung. Da braucht es für mich eine Quote vor und hinter der Kamera und auch bei den Produktionsfirmen. Und dann eben Forschung, also dass wir eine qualitative und quantitative Forschung haben. Wie werden bestimmte Menschen im Film abgebildet? Vielfalt im Film ist jetzt, glaube ich, so der erste Schritt, aber da würde ich mir auch noch wünschen, dass man mehr qualitative Forschung hat. Wie werden bestimmte Gruppen in Deutschland eigentlich im Film dargestellt? Forschung ist ein gutes Stichwort. Skadi, woran forschst du gerade? Ich habe gerade letzten Monat ein großes Forschungsprojekt angefangen, das heißt Gender Equity Policy Analysis. Geht um drei Case Studies, Deutschland, UK und Kanada, wo wir zwar, als wir es beantragt haben, hauptsächlich auf Gender geguckt haben, wollen es auf Diversität ausweiten, zu gucken, was gibt es dann überhaupt schon für Regulierungsmechanismen, Fördermechanismen und funktionieren die überhaupt? Und das Novum dabei ist neben dem internationalen Vergleich auch zu gucken, wirklich quantitativ, wer arbeitet dort wo, qualitativ Interviews zu führen, die verschiedenen Policy-Ebenen anzugucken und viertens Netzwerke, nämlich zu gucken, wer arbeitet tatsächlich mit wem und wie greifen die Dinge ineinander. Und einer der wichtigen Punkte auch, und es geht genau in die Richtung, die Raquel auch meint, ist zu gucken, nicht einfach zu sagen, ah, es gibt einfach nicht genug Frauen oder nicht genug POC-Personen oder die strengen sich einfach nicht gut genug an oder die geben nicht die Qualität, sondern genau zu gucken, wo funktioniert die Branche als System nicht? Wo sind die Hürden, die genau diese Zugänge sagen, schwierig machen und nicht das Problem bei den sogenannten Minderheiten zu suchen, sondern genau das System anzugucken, wo müssen wir das System großflächig ändern? Und ein bisschen durften wir heute zusammen mit euch das System angucken und ein bisschen an der Oberfläche zumindest graben. Das war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Raquel, und vielen Dank, Skadi. Vielen Dank. Danke euch. Ich